Jo, hallo Guys. Und heute, jetzt, hier und jetzt, um 9:30 Uhr ein zweiminütiges Update zum Thema DAX Stand heute und meine Meinung dazu, ein wirklich erfahrener DAX-Trader, also das ist wirklich das, was ich schon am längsten mache. Also mag nichts heißen. Ich habe natürlich genauso wenig wie sonstige Leute irgendwelche Glaskugeln, aber eines möchte ich heute doch mal ausnahmsweise am Chart ablesen, beziehungsweise euch hier mal folgenden Chart präsentieren. Bis gleich, ciao. So, hello guys, und ich habe ausnahmsweise mal wieder so einen alten Broker rausgezogen, so einen CFD-Broker, mit dem ich ja nicht mehr trade, aber hier kann man zum Beispiel diese Pips genau, diese Charts ablesen und von daher recht nützlich. Jetzt schauen wir uns hier mal den DAX an. Und schauen uns den DAX mal hier auf auf Tagesbasis an. Ja, und sehen doch, dass man hier, dass wir hier sehr gut gelaufen sind. Ja, also wenn man hier mal so rüberzieht, na, dann haben wir hier jetzt quasi so eine kleine Verschnaufpause. Da haben wir so einige Hochs gemacht gehabt hier. Das war hier 2018. So alt sind diese Hochs schon. Ja. Und es gibt so ein paar Grundsätze. Desto älter die Hochs sind, die du testest, ja, desto höher der Widerstand. Ja. Also sage ich aber jetzt nur so ganz leise, weil meiner Meinung nach diese ganzen Charts, Technik und so weiter, vieles davon ist einfach ausgehebelt aufgrund ja, der Veränderungen in unserem System mit Zinsen, mit Trump, mit was weiß ich alles. Ja, also abgesehen mal davon, dass du sowieso nicht weißt, was passiert kurzfristig. Zu traden ist meiner Meinung nach höchst riskant. Und in 95% der Fällen auch nicht profitabel. Ist halt leider so. Da gibt es ja genügend Daten und Fakten drüber. Okay, das nur so nebenbei, um einfach hier immer einen fetten Stempel der Warnung draufzuhalten. Und das hier ist in keinster Weise soll es hier sein, irgendwie eine Anregung sein, hier zu traden, sondern es ist einfach nur zur Darstellung. Okay, also hier Wochen. Jetzt wenn wir mal hier auf die Woche gehen, dann sehen wir nämlich hier das Gleiche, was ich hier gerade eingezeichnet habe, nämlich nochmal von einer ganz anderen Perspektive. Und zwar rückwirkend bis zum Jahr 2016, wo wir hier quasi dann letztendlich mal hier auch ewig rumgemacht haben, bis man da mal hier diese 10.000er, 500er Marke da geknackt hatten und so weiter. Also, naja, also das hier ist eigentlich, was ich hier zeigen wollte. Das hier ist der Höchststand des DAXes, so hoch wie er in der ganzen Lebensdauer, also höher war er noch nie. Also, das ist der Allzeithoch, ja, mit anderen Worten. Und da sind wir jetzt halt relativ nah dran, ja. Und wir hatten hier einen Run, ja, von 9, 11, also das sind so 2000 Punkte oder was. Und dass wir jetzt hier, ja, eine Verschnaufpause machen, ist natürlich mehr als zu erwarten, ja. Und ich würde mal ganz ehrlich zu sein, ich weiß, die Jahresendrallye steht bevor, ja. Aber wer sagt denn, dass wir nicht hier schon eine ganze Menge von dieser Rallye sozusagen vollzogen haben? Ja? Denn wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt nochmal, das waren jetzt hier 6 Wochen und wir haben noch 6 Wochen bis Weihnachten. Ja? Und wir sagen, okay, naja, wenn es hier 6 Wochen so rauf ging, ja. Dann wie funktioniert jetzt der Käse hier? Dann müssten wir ja theoretisch, also wohlgemerkt, ja, bis Weihnachten bei 14.500 sein oder sowas, ja. Und das ist relativ unwahrscheinlich, ne? Das machen wir vielleicht irgendwann mal, aber ich weiß nicht, also nicht in den nächsten 6 Wochen. Darauf würde ich zumindest nicht wetten, ja, so gesagt. Das heißt,
In anderen Worten, ich bin in meinem langfristigen oder in meinem mittelfristigen Investments in Aktien und so weiter, bin ich wirklich etwas vorsichtig. Ich habe hier gut was mitnehmen können, ja, in diesem ganzen Run. Also ich hatte hier einzelne Aktien, die super performt haben. Letzte Woche ist letztendlich die letzte US-Aktie, wo ich die ganze Zeit ein bisschen Magenschmerzen hatte. Die Disney ist an einem Tag, ich glaube, es war der Freitag oder so, teilweise ist 5 bis 6% rauf, und dann habe ich mich schon super gefreut, und dann ist sie wieder abgesagt und gestern auch wieder abgesagt. Aber ich bin wenigstens da nicht im Minus, weil die hatte ich ja bei 130 nachgekauft, nochmal fett, ja. Und weil ich halt einfach jetzt um 14. oder so wird, geht ja dieser Livestream, ja. Und okay, aber das ist soweit zu den Einzelaktien. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier gut mitverdient an diesem Run hier, ja. Werde jetzt nicht übereifrig oder übergierig. Deswegen mache ich dieses Video. Wenn du siehst hier, ja, da fehlt nicht mehr viel bis zum absoluten Allzeithoch. Und sowas wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als 50-50 immer erstmal angetestet, ja. Also es ist wirklich selten der Fall, dass das Ding einfach durchzieht und dann hier bis 14.500 oder was läuft. Ja. Das ist einfach so, weil ganz, ganz viele Leute auf so einen Chart schauen. Ja, und ganz besonders beim DAX, ganz besonders viele, viele so Retail-Trader. Ja, also diese ganzen privaten Trader und kleinen Trader. Und die machen in der Summe auch viel aus. Ja. Natürlich wird der DAX immer mitgezogen von dem, was die anderen Indizes machen, hier so S&P und so weiter, das ist auch klar. Aber er läuft nicht immer simultan mit S&P und Nasdaq. Ja, das ist Blödsinn. Der macht schon auch sein eigenes Ding. Ja. Also wenn manchmal Nasdaq fällt, steigt DAX und so weiter und umgekehrt. Also das ist nicht immer 1:1. Ja. Also wer das sagt, der macht da nicht, der hat nicht viel damit gemacht in seinem Leben. Ja. Also ich habe früher viel mit Indizes rumgemacht, und ich finde es insgesamt viel interessanter mittlerweile Einzelaktien, und das bildet dieses Tool hier oder diese FXCM oder wie die heißen da, bildet das überhaupt nicht ab. Und die haben auch nur, also das ist ja eigentlich ein FX-Broker, und also ich finde das Ganze, da mache ich auch nichts mehr. Bei denen, ja, die haben jetzt quasi mir ein super Angebot gegeben, dass ich keine Rollover-Fees mehr habe für, ich weiß nicht, 2 Monate, aber was bringt mir das? Na, die wollen ja nur, dass ich da jetzt wieder Geld drauf tue, und nach 2 Monaten sind dann wieder Rollover-Fees. Also bei 2 Indizes hatten die mir das angeboten, ja, so ein Sonderdeal oder was. Aber interessiert mich alles nicht, weil es viel interessanter ist, sich mit einzelnen Aktien zu beschäftigen, und ja, ist einfach. Es macht ehrlich gesagt auch mehr Spaß. Ja. Und man kann sich einfach auch mit den Aktien besser identifizieren, ja, weil was ist DAX, ja. Da sind halt ein paar Werte drin, und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass 80% davon, von den Werten im DAX gehören ja schon gar nicht mehr irgendwelchen Deutschen, sondern halt irgendwelchen Chinesen und Amerikanern und so weiter. Also dann könnte ich ja gleich irgendwie was anderes machen. Okay, also nur so viel. Es sind einfach nur Worte der Vorsicht, ja. Deswegen mache ich dieses Video, ja. Ich bin vielleicht jetzt kein so guter Präsentator wie der ein oder andere Charttechniker, der das einfach noch besser erklären kann oder was weiß ich, ja. Ich möchte einfach nur, ich hoffe, es ist rübergekommen, ein bisschen zur Vorsicht hier aufrufen, obgleich wir nicht mal Ende November haben und eigentlich jetzt diese Rallye kommen sollte oder was auch immer. Es ist häufig so, dass wenn alle irgendwas glauben oder so, dass dann meistens immer was anderes kommt. Ja, also so viel darf ich euch schon mal mitteilen. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.